Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Blablabla. In der letzten Folge haben wir den zweiten Bunker hier eingenommen. Den hier. Und jetzt sind wir kurz davor, diesen Bunker einzunehmen, den wir auch einnehmen sollen. Und danach müssen wir nur noch das hier einnehmen. Und hoffentlich schaffen wir es in diesem Part. Ich weiß nicht, ich schicke mal. Ich will mal gucken, was da oben ist eigentlich. Aber nicht jetzt. Erstmal gehen wir mit Alicia. Ganz wichtig. Was ist da oben? Was ist da oben? Ich gleich mal nachgucken. So, ich hoffe, da sind jetzt keine Gegner. Oh Gott, was? Wo kommen denn die auf einmal her? What is this witchcraft? Ernsthaft, was soll das? Ich dachte, wir haben das Ding schon hier eingenommen. Praktisch. Ja. Oh, die Dinger sind scheiße, die können ich mit einem Schlag töten. Die schießen uns mit einem Schlag hier tot. So, Kevin, I heard you like to kill peoples. Wäre ich vielleicht erst auf den Turm gegangen, hätte ich die noch gesehen, aber nein. Mein Gott, sie haben uns nicht gesehen. Das ist einfach nicht. Wenn ich jetzt so schieße, dann müsste ich ja beide treffen, ne? Ich habe beide getroffen. Gut. Gut. Dann nehmen wir mal Rosie. Sie wird es ja hoffentlich noch bis dahin schaffen. Hoffe ich. Dann gehen wir gleich mal gucken, erstmal, bevor ich weitergehe. Ich kann ja einige Leute von da oben aus kaputt schießen. Nein! Komm schon, ich treffe ich doch irgendwie. Ja, Alicia, okay, gut. Verdammt! Was war denn das jetzt für eine Aktion? So, Alka, geh mal da oben hin. Vielleicht kannst du ihn ja. Ja, ne? Mit dem Ding, ne? Ich bin auch blöd. So, was ist da oben, Alka? Toll, von da aus hätte ich die sehen können. Was haben wir noch alles hier? Kann ich nicht einfach hier so eine Granate reinschießen? Verdammt. Zium. Da hätte ich mir viel einfacher machen können. Kevin, das steht einfach so da, als wäre es nichts. Ich habe schon Schlimmeres gesehen in diesem Krieg. Und auch davor. So, dann. Ich habe hier durch mal mit irgendeinem Scout bleiben. Vielleicht mit Aika. Aber erstmal nehme ich das Ding hier ein. So, jetzt müssen wir unserem Panzerauge kommen wieder. Also die Edelweiß, falls ihr den Namen vergessen habt. Ist ja schon lange her, seit wir die gesehen haben. Geil. Verdammt. Das war einfach. Welken ist angekommen. Zeka müsste auch eigentlich auch ankommen. Und die gibt es natürlich auch noch. Die macht uns fertig. Sie reißt uns in der Luft. So, hat ein Witz sein, hast du nicht gesehen, was die mit den anderen Panzern gemacht hat? Okay,
Ja, aber wird schwierig, glaube ich. Hey, die Tür hat sich geöffnet. Geil. Warum? Wissen wir nicht. Egal. Reinforcements have arrived. Für uns? Ich gehe mal einfach da oben jetzt zum Turm hin. Da ist es sicher. Glaube ich. So, wo ist er? Silvaria. Ist genau hier. Da ist die Edelweiß und die Shamrock. Fuck am I doing now? Okay, die müssen wir in Sicherheit bringen jetzt. Ja, wenn wir die treffen würde, wäre es toll. So, hier sind wir unsichtbar, glaube ich. Was wäre passiert, wenn wir jetzt keine Kommandopunkte gehabt hätten, ganz ehrlich? Dann wären wir alle tot gewesen. Also, die Shamrock macht ja keinen Schaden, gut. Einfach hier drin bleiben. Die macht uns fertig, ernsthaft. Johann, du stehst da auch ein bisschen blöd. Okay, wir müssen einfach schnell die Basis einnehmen. Alle sind irgendwie im Eimer. Das ist gut. Rosi, geh mal vor. Rausgehen, dann ist jetzt gar nicht zu denken. Mein Gott, ihr versperrt alle im Weg. So, ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden erwischen. Deswegen heile ich mal irgendjemanden hier. Alisha, ich weiß zwar nicht, warum du immer irgendwie Schaden hast. Das ist nicht normal. Wir müssen mal darüber reden. Da müssen wir schneller rein und in die Basis einnehmen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die uns wirklich zuvorkommen kann, aber naja, man weiß ja nicht. Herbert, warum auch immer ich dich jetzt gewählt habe. Ja, mal vor, du bist doch ja der perfekte Kämpfer. Hm, wie mache ich das jetzt? Da sind voll viele Leute aufgetaucht, sehe ich gerade. Ja, hier hätte man von da aus hinken können, oder? Warte mal, was ist da? Sieht nicht so aus, als da kann man auch irgendwie rein, glaube ich. Ja, da kann man auch irgendwie rein. Geil. So, was macht ihr jetzt? Oh Gott, 5 Punkte. Und nicht verballern die alle Punkte für irgendjemand anders. Nein, tun sie nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich liebe einfach das Geräusch hier, wenn sie wie dieser Lanze schießt. Dieses Hirr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 
bedeutet. Okay, verdammt. Ich dachte, die trifft uns nicht. Von da aus. Warte mal, du hast doch Heildingens, ne? Ich würde eigentlich den Panzer abschießen, aber irgendwie komme ich da nicht zu, glaube ich. Verdammt, die trifft uns auch von da. Das ist Imba, Lady. Imba. Da ist der Turm da oben, ist auch tabu. Ja, Rosie. Der macht ja schon nichts. Wie macht der wirklich nichts? Mein Gott, wie Imba ist sie? 20 Schüsse? Ja. Nix da. Hi. Na? Ja, eigentlich glaube ich durchgehen können, egal. Kevin, weiter mit dir. Und Lage muss ich auch noch daraus bringen, weil da ist ein riesiger Panzer und der gefällt mir nicht. Und den muss ich töten. Eigentlich muss ich ihn nicht töten, aber ich will ihn töten. Das verlangt irgendwas in mir. Fuck! So spät! So, jetzt kann ich Herbert holen mit... Ich glaube, Alicia. Ne? Ich habe noch ein paar Millimeter. Lago, wie soll man weiter? Der wird doch nie im Leben darüber kommen. Verdammt, viel zu lang. Das ist ein Heavy Tank. Natürlich ist er heavy. Warum denn nicht? Rausgehen kann ich auch nicht und kurz schießen. Scheiße. So, meine beiden Scouts. Wir gehen definitiv von hinten rein. Von hinten. Wir holen uns wahrscheinlich noch einen Panzerschützen. Fällt mir gerade ein. Ja, ich habe eine Idee. Er hat immer nur die Augen offen, als wäre er tot. Hab das gesehen? Wie geht denn das? Herbert, ich habe jetzt einen Moment Schubert gelesen. Mein Gott, was? Zack. Stirbt wahrscheinlich nicht, ne? Was sind da für scheiß Granatwerfer, ey? Wir sollen dazu designt sein, Leute zu töten. So, ich habe jetzt keine Lust jetzt. Für dich einige Kommandopunkte zu verballern, deswegen tue ich dich zurückziehen. Ich habe das sowieso nicht mehr mit dir. Ende. Dafür hole ich mir jetzt den nächsten Zug. Ach, ich kann nicht sowieso. Okay. Ja, ich hole Leis jetzt. Die klaut jetzt die Show. Dann hole ich mir noch für Dingens Herbert einen. Panzer? Weiß ich nicht. Ja, wegen den ganzen Minen. Okay, dann gehen wir mal mit Rosie hier rein. Mit einigen Leuten muss ich auch noch von rechts da reingehen, am besten. Boah, war knapp. Von der Mine aus. Ich bewege mich lieber jetzt nicht, bis Dallas hier auftaucht. Nee, lieber nicht. Ja, geh mal auch weiter. Ich dich schon mal ein bisschen weiter drin haben. Was soll ich dich? Wo, wenn ich nach oben gehe, kann ich direkt auf den Panzer losgehen. Nee, lieber nicht. Ich glaub, vielleicht lieber ein paar tausend Kommandopunkte. Das macht irgendwie Sinn, ne? So, dann gehe ich mit euch beiden von vorne rein. Ihr seht da so aus, als würde die Action mögen. Wendy auf jeden Fall und Aika ist, naja, selbstmord gefährdet. Schon beinahe. Einer muss ja auch vorscouten, was da los ist. Das war zu weit!
So. Verdammt, ich will doch gar nicht so weit. So, was haben wir denn da? Scout Elite. Weiß ich nicht. Machen wir einfach den hier. Will ihn sowieso nicht töten, aber egal. Aber es hat Schaden gemacht. Und sogar an dem Panzer. Und jetzt ist er. Jetzt hat er Schuss. Richtung. Wir gehen alle von hinten. Wir gehen alle von hinten. Da ist mir sicherer. Da ist mir viel sicherer. Den ich gesehen habe, was da für eine Armada auf uns wartet. Okay, Wendy könnte vielleicht von vorne reingehen, weil sie ist so durchgeknallt, glaube ich. Jetzt hast du recht. Vielleicht treffen wir. Vielleicht treffen wir den ja noch. Verdammt! Ist der Part schon wieder vorbei? Beim nächsten Part muss ich das schaffen. Hallo? Jetzt sind alle Fragezeichen, verdammt. Ja. A5 Kommandopunkt, hallo. Hallöchen. Oh Gott. Okay, gut. Das ist der Ort, ich hätte Schiss, ey. Oh Gott, da kommen sie. Da kommen sie. Dumm! Was du, ey? Oh fuck. Wow. Was du, ey? Komm schon, stirb, jawohl. Nächster. Captain, da ist eine Irre, die jemanden von uns getötet hat. Was? Da gucke ich mir mal an. Oh, Tatsache. Wow. Blut. Sie wäre wahrscheinlich im Himmel, wenn es explosive Patronen geben würde, ne? So, nächster. Die kommen wirklich alle, ich fasse es nicht. So, ein Scout, du bist jetzt sowas von dran. So muss das sein. So, noch einer? Nein, schade. Der Panzer ist sowieso der gefährlichste von allen da drin. Okay. Aber ich sagen, wir machen weiter in... Ich bin gar nicht berührt im Controller, was? Wir machen jetzt in der nächsten Folge hier weiter. Wir haben es doch nicht in dieser Folge geschafft. Verdammt. Aber in der nächsten Folge, das verspreche ich euch. Das wird schon irgendwie gehen. Bis dahin sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.